Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Buenos días, buenas tardes, buenos nachos, la prachadante. Herzlich willkommen zu einer weiteren schmückhaften Episode. Halt einfach, die Begrüßungen werden auch immer internationaler. Buenos tardes, oh buenos nachos. Wisst ihr, ich war ja die letzten Tage in Köln und ich muss sagen, ich bin ganz, ganz aufgeregt. Ich war bei guten Freunden von mir. Ja, und ich muss sagen, es war ein mega unterhaltsamer Aufenthalt. Wir wurden von allen mega gastfreundlich empfangen. Here you gotta! Halt deine verwegte Fresse! Und Fiesta! Hat uns wirklich ganz nett eingeladen dort. Ah, auf deinen verfickten Lifestyle-Kanal. Mega, mega nett begrüßt auch. Und ich muss sagen, das ist einfach ein Freund geworden über die Zeit, den ich nicht mehr missen möchte. Aber verpiss dich raus aus meiner Wohnung. Ich wahrscheinlich nicht mehr missen möchte, diesen Wichser. Liebe Leute, ihr seht es vielleicht schon anhand von der Kameraperspektive. Ja, ich habe meine Haare wieder selber geschnitten. Hab meinen Bart abrasiert und glaub, euch fällt's auch gerade auf. Scheiße, Mann. Der Typ geht ja auf wie ein Hefezopf. Und ihr wisst ja, Innovation ist einer der Dinge, die in meinem Appartement richtig groß geschrieben werden. Leute, ihr wisst ja, man kennt die klassischen Trying Not To Laugh Challenges. Dort setzt sich im Normalfall jemand hin, liest ein paar mega beschissene Flachwitze vor und die anderen, ja, wie soll ich sie jetzt nennen, Vollspasten vor der Kamera machen dann einen auf den, geht einen Gärtner in den Garten und pflanzt einen Elefanten ein. Da haben der Revi und ich uns gedacht, das ist uns einfach eine Nummer zu dumm und wir wollen es auf ein neues Level heben. Was ist denn das Witzigste, wo ich mich am allermeisten zusammenreißen muss, nicht zu lachen? Ja, und dann ist es mir eingefallen. Es ist Revis Gesicht. Naja, unterm Strich musste man nach jedem Lachen einen Jellybean essen. Jellybeans hatten mega geile Geschmacksrichtungen. Da waren zum Beispiel einmal die Geschmacksrichtung Gras dabei, Kotze oder auch Popel. Manchmal hat man noch das Glück gehabt, dass man vielleicht ein Stück Scheiße mitgenommen hat. Und dann gab es noch Limette oder Apfel oder Traube. Da muss man echt hoffen, dass man die nicht bekommt. Das ist schon Bestrafung mehr als so ein Ding zu essen. Ich glaube, das ist dieses Fußnagel. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich es erklären soll, aber kennt ihr das Lied? Ultra geiles Lied. Wir haben auf Revis Kanal einen anderen Teil von diesem absolut genialen Konzept gedreht. Schaut also auf keinen Fall beim Revi vorbei. Wenn es Video euch gefallen hat, dann lasst bitte jetzt, was sagen wir? Digga, was sagst du? Wie viel? 100 Verpistor! Liebe Leute, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut auf keinen Fall bei Revis Video vorbei. Und jetzt könnt ihr noch den Merch abchecken, liebe Leute. Schaut euch unbedingt mal die Sachen an, die dort sind. Und ja, kauft euch am besten auch direkt was, wisst ihr? Nicht immer lang nachdenken, direkt einfach kaufen.